Ski oder Snowboardfahren ist der Wintersport überhaupt. Doch wer in den nächsten Jahren noch Schnee miterleben möchte, ohne weit zu fahren, der sollte auf den beliebten Wintersport verzichten. Wieso, weshalb und warum dieser schädlich für das Klima und die Umwelt ist, das erfahrt ihr hier im Video. Ich denke, jeder weiß, dass Skipisten meist nicht natürlichen Ursprungs sind. Oft werden für den Bau solcher Anlagen riesige Flächen Wald gerodet, Waldböden planiert und manchmal auch Felsbrocken gesprengt und Flüsse umgeleitet. Damit wäre es aber noch nicht getan, denn eine Ruhepiste ist nutzlos. Es müssen Lifte, Gondeln, Parkplätze und falls noch nicht vorhanden, auch Straßen her. Doch auch die brauchen Platz. Zudem sind die Besucher ein weiteres Problem, denn die brauchen Unterkünfte. Das wiederum bedeutet, dass Hotels gebaut werden. Und das hat auch Folgen. Lawinen, Überschwemmungen und Erdrutsche sind nur eine Folge davon. Die eben schon angesprochene Planierung der Böden ist eine Ursache davon. Denn dadurch wird der Boden so verhärtet, dass er kein Wasser mehr aufnehmen kann. Daraus ergeben sich wiederum mehr Überschwemmungen. Des Weiteren nimmt der Regen, der den Hang herunterläuft, Erde mit sich. Die Folge daraus sind Erosion, Geröll- und Schlammlawinen. Im Winter wird dieser Effekt, aber auch die Lawinengefahr, durch die Rodung der Wälder verstärkt. Eine weitere Folge ist die Austrocknung durch Schneekanonen. Denn gerade in tiefer gelegenen Skigebieten fällt oft nicht ausreichend Schnee. Dieser Mangel wird dann durch Schneekanonen ausgeglichen. Das Problem? Sie benötigen viel Wasser und Energie. Das Wasser wird aus Wasserspeichern in der Region bezogen, beispielsweise aus einem See. Diese Speicher sind dann von der Austrocknung bedroht. 1 Million Liter Wasser gehen jährlich pro Hektar für die künstliche Beschneiung drauf. Damit könnte man den Bedarf einer Großstadt wie Hamburg decken. Doch die Folgen bleiben nicht unbemerkt. Flüsse in den Alpen führen schon bis zu 70% weniger Wasser als vor der Einführung von Schneekanonen. Laut und luftundurchlässig ist der Kunstschnee. Durch die höhere Dichte des Kunstschnees gegenüber dem normalen Schnee gelangt weniger Sauerstoff an die darunterliegende Vegetation. Zudem sind Schneekanonen Verursacher eines Höllenlärms. Man kann es mit einer stark befahrenen Straße vergleichen. Die ist genauso laut. Demnach kann man es auch nachvollziehen, dass sich Tiere dadurch gestört fühlen. Gerade weil die Kanonen abends oder in der Nacht laufen. Aber wer sich jetzt denkt, er könnte, um das Klima zu schützen, abseits der Pisten fahren, der hat falsch gedacht. Denn abseits der Piste ist der Lebensraum vieler Wildtiere. Wer nun dort fährt, stört die Tiere und versetzt sie unbewusst in Angst. Dadurch verlieren sie wichtige Energiereserven, welche sie im Winter so dringend benötigen. So kommt es oft vor, dass diese dann an Erschöpfung sterben. Abseits der Pisten fahren ist also auch keine gute Idee. In den letzten Wintern kam es immer häufiger vor, dass in den eigentlichen Schneeregionen kein oder nur sehr wenig Schnee gefallen ist. Das ist natürlich gerade für Ski- und Snowboardfahrer blöd, denn ohne Schnee kann Ski oder Snowboard fahren. Doch an alle Ski- oder Snowboardfahrer da draußen, ihr seid selbst dran schuld. Denn Schneekanonen oder Skilifte sind riesige Energiefresser. Somit begünstigt ihr den Klimawandel und damit den Rückgang des Schnees im Winter. Wenn ihr jetzt sagt, gut, dann fahre ich halt in schneesichere Gebiete, dann kann ich euch sagen, dass es diese, wenn ihr so weitermacht, nicht mehr geben wird. Und es ergibt sich ein never-ending Teufelskreis. Als Alternative zum Ski- und Snowboardfahren könnt ihr beispielsweise langlaufen. Und nein, das ist nicht nur etwas für alte Leute, weil sich das Klischee ja doch noch sehr hartnäckig hält. Aber auch hier ist drauf zu achten, dass die Leute nicht künstlich beschneit sind. Wer trotzdem nicht auf Ski- oder Snowboardfahren verzichten möchte, sollte folgende Regeln beachten, um möglichst ökologisch Wintersport zu betreiben. Regel Nummer 1. Umweltschonend anreisen, also beispielsweise mit dem Bus oder der Bahn.
Regel Nummer 2. Umweltschonende Unterkünfte besuchen. Regel Nummer 3. Auf den Pisten bleiben. Und Regel Nummer 4. Nachhaltige Skigebiete wählen. Das war's dann auch schon wieder. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig belehren. Wenn nicht, dann vielleicht das nächste Mal. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Winter, viel Schnee und einen schönen Tag.